Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Let's Play Illusion of Time. Wir sind hier immer noch in der Diamantenmine, haben noch 4 Sklaven, die wir befreien müssen. Und 5 Gegner zum Verprügeln. Au. Boah, jetzt reicht's so. Jetzt kriegst du einen aber richtig. Ich mag diesen neuen Angriff. Ist hier noch irgendwo einer? Ja, genau hier. Mehr Stärke! Mal sehen, ist irgendwas mit diesen Skeletten hier? Scheint nicht so, oder? Es wird doch nicht ohne Grund hier so viele Skelette geben. Vielleicht sieht eins der Skelette anders aus. Ah, ha! Also, ich habe ja damit gerechnet, aber... Ich weiß nicht, ob das Blinken erst ausgelöst wird, wenn man schon eine Weile sucht oder keine Ahnung, was damit ist. Aber ja, jetzt haben wir es ja. Wieder schön Zeit dabei verschwendet, ne? Und wir können weiter. Andere Musik. 1, 2, 3, ein Sklave fehlt noch. Befreie mich. Hey, das ist doch der eine hier, Remus und so, das waren doch die Sklaven aus... Erinnert ihr euch hier? Das waren doch die, die in diesem Haus waren. Also ein Sklave fehlt noch. Hab Dank, Fremder. Ich komme aus einer weit entfernten Stadt. Falls es sich dorthin verschlägt, hilf den Bewohnern. Alles in meiner Heimatstadt hat sich zum Bösen gewandt. Menschen wurden zu Stein und starben an unbekannten Seuchen. Gesegnet seist du. Ich hörte von Erik, dass dein Freund sein Gedächtnis verloren hat. Ein uraltes Lied kann ihm seine Erinnerung zurückgeben. Lass es ihn hören. Sam summt ein fremdartiges Lied. Du hast das Lied der Erinnerung erlernt. Ich möchte dich um etwas bitten, Fremder. Gibst du mir den Kerkerschlüssel und die Melodie des Windes als Erinnerung an unsere Begegnung? Ich bin mir sicher, dass sie nicht mehr gebraucht wird. Ich riskiere es einfach mal. Ach, der hat das automatisch genommen. Ja gut. Ja, und jetzt? Fehlt nicht noch ein Sklave oder habe ich mich verzählt? Alle sagen sie nur noch das Gleiche. Ich könnte schwören, ein Sklave fehlt noch. Weil der hatte doch gesagt, außer mir sind noch 7. Der eine Dingsbums. Aber anscheinend sind wir hier fertig. Ich gehe jetzt mal davon aus. Na gut. Ich würde sagen, wir machen uns mal nach draußen. Das ist man heutzutage auch gar nicht mehr gewohnt, dass man in solchen Dungeons dann nochmal selber rauslaufen muss, ne? Ja, alles, wo Gegner waren, ist kurz und klein gekloppt worden. Jetzt wäre es nur interessant, ob wir jetzt weiter als Frieden unterwegs sind.
Nein, wir sind wieder Will. Ich gehe also mal davon aus, das wäre so beabsichtigt. Okay, dann gehen wir mal zum Hotel. Er wieder, ne? Ja, immer diese Touristen, die sich so selten in die Stadt verirren. Amen! Ich bin froh, dass... Ach, das ist immer noch das Gleiche, was sie sagen, oder? Na gut, wenn das so ist... Will erinnert sich an die Melodie und spielt. Wie heißt dieser Ort? Ich verspüre ein wenig Heimweh. Ich fühle mich, als wäre ich im Mutterleib. Alle Menschen, die ich traf, befinden sich in meinen Gedanken. Ich kann nicht klar denken. Ich wuchs in der Stadt am Südkap auf. Einst kam mein Vater von einer seiner Expeditionen nicht zurück. Er war immer das Wichtigste in meinem Leben. Ich war verstört. Ich verstand nie, dass mein Vater seine Krieger aussandte, um andere Länder zu erobern. Es ist schrecklich, wenn Menschen getötet werden. All das, was in vielen Jahren geschaffen wurde, ward in wenigen Tagen zerstört. Ich frage mich, ob Seth noch am Leben ist. Ja, das frage ich mich auch. Die Zeit macht unschöne Dinge vergessen. Das ist unser Trost. Ja, und nun? Von was redet ihr? Was ist mit euch los? Lance, du kannst dich wieder erinnern. Die Sorgen haben ein Ende. Ich dachte schon, es hört nie auf. Ich verstehe, dass ihr euch gesorgt habt. Ich hätte an eurer Stelle genauso reagiert. In den angrenzenden Wäldern lebt ein seltsamer Erfinder. Lasst uns zu ihm gehen. Ich glaube, er heißt Neil. Hast du Neil gesagt? Das ist der Name meines verschwundenen Cousins. Auch er war Erfinder. Er verschwand eines Tages im Himmel mit einem Ding, das er Flugzeug nannte. Und so begab es sich, dass Will mit seinen Freunden zu Neil aufbrach. Ja, das ging ja schnell. Da oben steht ja auch Neils Labor. Neils Hütte? Hä, was nun? Oder Labor? Vielleicht ist Labor gemeint. Na, der hat's aber sehr hübsch hier. Oder? Klopf, klopf. Es ist offen, tritt ein. Neil, ich bin's, Will vom Südkap. Will, du hast dich prächtig entwickelt. Die Welt ist echt ein Dorf, wa? Sind das alles deine Freunde hier? Hier riecht es wie im Kuhstall. Ja, macht gleich einen guten Eindruck, wenn man seine Freundin vorstellen will. Was redest du da? Du solltest so etwas nicht sagen. Es ist ein wundervoller Geruch in diesem Raum, nicht wahr? Ihr habt alle so merkwürdige Kleider an. Ich bevorzuge diese Sackmode. Ich habe wenig Zeit, um mich um andere Dinge zu kümmern. Entschuldigt bitte den Geruch. Ich habe vor 5 Monaten das letzte Mal gebadet.
5 Monate, das ist ein neuer Rekord. Ich kann es nicht glauben. Dieser Erfinder ist unmöglich. Genug davon, lasst uns das Thema wechseln. Fühlt euch wie zu Hause, Wills Freunde sind auch meine Freunde. Ja. Das ist, Alter, 5 Monate, Alter, ich bin gerade leicht verstört, Leute. Oh Mann. 5 Monate, ja. Seth würde Augen machen, wenn er diese Erfindung sehen würde. Ich kann es nicht... Ja, das hatten wir doch eben schon. Ja, mit Lilly können wir nicht reden. Es ist doch bestimmt schon 2 Jahre her, dass wir uns gesehen haben. Damals ging er auch noch baden. Seitdem habe ich viele Dinge erfunden. Die 4 Dinge in diesem Raum gehören zu meinen Meisterwerken. Ach ja? Welche Dinge? Das sieht aus wie eine Kamera? Dieses Gerät habe ich Kamera genannt. Damit kann ich Augenblicke auf Papier drucken. Das Problem ist nur, dass es 30 Minuten dauert. Was? Bei Gegenständen kein Problem, doch Personen müssen dann 30 Minuten stillstehen. Auf dem Bild haben dann alle Leute rote Augen. Und was ist das? Nichts. Das ist ein Teleskop. Damit könnt ihr die Sterne vergrößert betrachten. Okay. Dies sind die Tragflächen der Flugmaschine. Die Maschine ist in der Wüste versteckt, denn man benötigt eine Startbahn, um abzuheben. Dies ist ein Sauerstofftank. Er enthält Luft zum Atmen. Man kann damit unter Wasser tauchen. Die Luft reicht 1 Minute lang. Wow. Wenn ich die Luft komprimieren könnte, würde sie noch länger halten. Ich weiß leider nicht wie. Tja. Sag, warum bist du gekommen? Will erzählt Neil von der Stimme seines Vaters, die er hörte, und von den alten Ruinen, in denen sich die mystischen Statuen verbergen. Das hört sich interessant an. Auch ich begeistere mich für alte Ruinen. Die Ruinen, von denen Will spricht, sind auf der ganzen Welt verstreut und haben doch eines gemein. Verbindet man ihre Positionen auf der Karte mit Linien, so erhält man das Sternenbild des Cygnus. Hä? Cygnus? Ja, der Turm von Babel ist Teil des Sternenbildes. Hier ist Wills Vater verschwunden. Der Turm befindet sich in der Mitte der Zeichnung des Cygnus. Dort im Sternbild Cygnus leuchtet ein neuer roter Stern. Gut beobachtet, du bist sehr aufmerksam. Der rote Stern dort oben und Wills Suche. 2 Dinge, die miteinander zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder Bestimmung, aber irgendwas wird geschehen. Irgendetwas. Die Nazca-Fresken befinden sich nur einen Wochenmarsch östlich von uns. Dort sollten wir weitersuchen. So sei es. Gut, dann ist die Sache also entschieden. Genau. Wir werden Will begleiten. Schließlich ist er nicht der Einzige, der Spaß haben soll. So zog die Gruppe denn in die Nazca-Wüste. Das war wieder so ein Hirnfurz, mein Versprecher. Ah, diese Musik. Kennt ihr das noch von früher, als es sowas wie Soundtracks für Normalos und vor den Internetzeiten noch nicht gab und man die teuer importieren musste? In manchen Spielen hatte ich mir dann immer einen extra Save angelegt, nur um die coole Musik von einer Stelle zu hören. Zum Beispiel in Terranigma, da gibt es eine Stelle, ich glaube das war die Theme-Musik von Roy oder so. Alleine um die zu hören, hatte ich mir einen Safe angelegt oder auch in anderen Spielen teilweise. Wir haben einen langen Weg hinter uns. Hier ist eine der berühmtesten Fresken der Condor. Habt ihr schon von ihm gehört? Man hat nie herausgefunden, was dieses Gemälde bedeutet. Die Größe des Gemäldes erstaunt mich immer wieder.
Ihr solltet euch die Werke selbst anschauen. Ja, das ist ja schön. Aber nichtsdestotrotz denke ich mal, dass wir hier wieder einen Cut machen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein, tschüss, bis dann.